Hallo Leute und willkommen zur Weihnachtswoche Special Spezial. Jeden Tag kommen Special Folgen raus. Das normale, die normalen Let's Play Folgen machen wir, dachte ich mir einfach mal, doppelt so lang und wir fangen gleich an. Ja, heute ist Mach's der kurz. 24. so beschwört und bittet ihm um Hilfe. Okay. Ruhmjahora über euch wacht. Wir brauchen eure Hilfe. So, haben wir ihn beschwört? Ihr sprecht mit Krakua? So, den haben wir beschwört. Ja, wo war ich stehen geblieben? Ich wollte die Prinzessin nicht unterbrechen. Heute ist Weihnachten, heute ist der 24. Ihr habt bestimmt schon Geschenke ausgepackt, drunter liegen, weil das Video kommt um 18 Uhr. Da habt ihr bestimmt schon einen Teil eurer Geschenke. Das freut mich. Könnt ihr mir ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr so bekommen habt oder was ihr euch gewünscht habt. Das habe ich ja schon öfters gefragt, auch in den Kommentaren. So. Aber wir wollen ja nicht die ganze Zeit nur über Weihnachten reden. Es kommt euch vielleicht sogar schon zum Halse raus. Wir gehen direkt mal in die Kröte. So, ich bin bereit. Bis zum nächsten Mal. Genug mit diesen Insekten. Wo ist Ihr Anführer? Unsere Truppen halten die restlichen Bluttrolle in Schach. Aber das schaffen die nicht ewig. Wir müssen das beenden. Und zwar schnell. Na los, Prinzessin, beenden wir Die das jetzt Zeiten mal. ändern sich. Die Sandalari müssen sich Töte die verändern. Großmutter. Was gibt's denn Schönes bei der Großmutter? Ah, das ist okay. Ja, komm Auf her. geht's, Champion. Dann töten wir erstmal die große Mutter. Was ist denn? Können wir sie schon angreifen? Ja, komm her hier. Das Ende der Sandalari ist da! Ist noch kein Ende. Wir machen dich Seht fertig. um Gnade! Werden dem Meister Das ist zu weit entfernt. Wow, jetzt müssen wir mal die Kleinen töten schnell. Wow, komm mal her, ihr meine. Ich brauche ein Ziel. Noch einer, komm. Komm, Ich habe Samwise, kein schaffen Ziel. wir. Ich muss So, sie und erst jetzt ist die etwas Große wieder anvisieren. dran, die alte Pflaume. Fleht um Gnade. Hier fleht keiner um Gnade. Das Ende. Wo ist sie jetzt schon wieder? Wo ist sie jetzt schon wieder? Wo ist sie denn? Da hinten. Mensch, was macht die denn da hinten? Komm her, ja. Zack. Dann machen wir gar nicht so einen Hermann drum. Du bist gleich besiegt. Endlich. Wie oft haben wir es schon besiegt? Drei, vier Mal. Ach, Gahun gibt dir nix. So, zack. Na, endlich. Der Schild, er nimmt ab. Ihr hört die Prinzessin. Lasst es krachen. Tja, da haben wir Scheusal Sandalar für besiegt. immer. So, was nehmen wir denn? Was haben wir da an? Na komm, nehmen wir das hier. Rache für die Gefallenen. Ich wage schwer zu Sehr berichten, schön. dass Titanhüter Hesril am Fuß von diesem Gebäude rumwandert. Sehr schön, da haben wir das Land fertig. Hier haben wir noch eine Aufgabe abzugeben. Das können wir auch nochmal machen, bevor wir ins nächste Land gehen. Ich habe ja gesagt, wir machen jedes Land fertig, bevor wir weitergehen. Aber ich. Für die Dunkelspeere. Finde eine Kommt Frau wieder, wenn ist, ihr meine okay. Hilfe braucht. Ich vergesse nicht, was die Horde alles für mein Volk getan hat. Ohne euch wäre das alles nicht möglich. Ich muss meinem Vater erzählen, was hier passiert ist. Wir haben einen großen Sieg errungen. Aber der Kampf gegen die Bluttrolle ist nicht vorbei. Okay, Prinzessin, wir lassen uns mal hier runterfliegen kurz. Wie Wir einfach mal haben schneller, als gehofft, wir dass fliegt. Hessel uns im Kampf hilft. Aber der ist losgerannt und macht sein eigenes Ding. Was hat denn das Konstrukt vor? Hessel ist beschäftigt. Was macht denn der bloß da unten?
Mit was ist Hazel denn beschäftigt? Den fragen wir gleich mal. Allem, was in Nasmir nicht stimmt, stimmt der Ort hier am allerwenigsten. Seid schön vorsichtig. So, dann sprechen wir mal mit Nessel schnell. Dann wollen wir mal gucken, was er von uns will. Ja, Leute, es ist ja 24. Morgen ist der erste Weihnachtstag. Was macht ihr denn am Weihnachtstag? Feiert ihr mit der Familie am 1. oder am 2.? Könnt ihr mir ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr euch oder mit wem ihr euch trefft oder wann. Oder wie schon eure Pläne für Silvester sind. Das würde mich auch mal interessieren. Aber jetzt bin ich gerade am Suchen, wo der ist. Der muss weiter unten sein. Oder ist der hier unten drin? Hey, wo ist denn der? Oh, noch ein weiter runter. Das kann natürlich auch sein. Hier bestimmt. Hier ist er bestimmt, oder? Ja, müssen wir hier lang. Da ist er bestimmt. Ja, wie eure Pläne für Silvester sind. Macht ihr da große Gaudi? So, gucken wir mal. Ich muss mal kurz so zwischenzeitlich unterbrechen. So. Was kann ich für euch tun, Boss? Ah, das ist doch eine Instanz hier, oder? Ja, das war eine Instanz. Okay. Dafür haben wir eine Aufgabe bekommen. Das ist schön. Hier waren wir auch schon, glaube ich, zweimal drin. Zweimal waren wir hier drin. Dann gehen wir wieder raus. Tschüss. Die können wir noch nicht alleine machen. Das geht noch nicht. So, Leute. Komm, du wolltest uns zurück noch zu Sazan bringen. Das wollen wir aber noch nicht. Wir wollen noch mal hier hin. Wir nehmen einfach mal... Ach komm, bring uns schnell dahin. Bring uns mal hin in Sazan. Haben wir nämlich auch eine Aufgabe abzugeben. Die können wir auch machen. Gewinnt eine Expedition. Das haben wir auch noch nicht gemacht, ne? So. Wir gehen erstmal zurück und gehen mal die Aufgabe, das gefallene Imperium, oder? Das gefallene, das den Fall des Imperiums aufhalten, genau. Dann werden wir nochmal nach Nasmir fliegen. Zufällige Sichtungen noch die Questreihe machen, dann haben wir das fertig. Und dann werden wir uns ins letzte Land begeben. Glaube ich, hier haben wir einen Flugpunkt schon und dann können wir nach da oben laufen. Oder hier lang. Das sehen wir dann. Oh, wir sind ja schon da. Das ging aber schnell. Achso, der hat uns nur hier hingebracht. Ist ja noch besser. Ist ja noch besser, Leute. Also gar nicht so weit weg. So, wir fliegen hier vorne hin und dann können wir gleich mal die Aufgabe abgeben. Und gucken, was da für Folgeaufgaben kommen. Ich hoffe, Moment. Ich bin ein bisschen erkältet, habe ein bisschen Schnupfen und Husten. Ihr wisst, Männergrippe. So, ich hoffe, man versteht mich trotz meiner vollen Nase, aber ihr seht es, es ist der 6. Dezember, es ist schon schlimm, dass ich für den 24. jetzt schon aufnehme, weil sonst schaffe ich das nicht, nächste Woche auch nicht, übernächste Woche auch nicht. Deswegen sind auch Doppelfolgen, ich habe mir noch so ein bisschen was Special, Spezialmäßiges einfallen lassen. Von Montag bis Samstag kommt auch LS17 Verabschiedung, mache ich mit Jürgen zusammen, da verkaufen wir alles, was wir erwirtschaftet haben. Reden ein bisschen über LS17, wie er es fand, oder jetzt in LS19 schon, da ist das Spiel ja schon einen Monat draußen. So, ja, genau, über einen Monat ist das Spiel schon draußen, LS19, da reden wir so ein bisschen drüber, unser Fazit. Es würde mich freuen, wenn ihr reinschaut, ich erwarte da nicht mehr so ganz so viel Klick, weil LS17, das guckt halt kaum jeder. Aber wir wollten einfach nicht nur Sebasusum einfach zu Ende gehen lassen, wir wollten es richtig beenden mit so einem kleinen Feature. Ja. Ihr könnt ja mal reinklicken, würde mich freuen. So, wo müssen wir denn hin? Wir gehen hier lang. Wo ist denn unser Tier eigentlich da? Ja, irgendwo muss das rum. Oder ist das tot? Nö, was ist denn? Müssen wir das rufen? Ist nicht tot, ach so. Da müssen wir ihn mal rufen. So, da ist er ja. Unser Samwise. So, hier können wir die Aufgabe gleich abgeben. Gucken, was das ist für eine Aufgabe hier. Oh. Ein Toter. Ach, den müssen wir... Ah, der ist gar nicht tot. Okay. Dann behandeln wir dich mal schnell.
Oh, weiter geht's. Komm, schnell sprinten und zum nächsten. War das vielleicht doch eine schnelle Aufgabe? Das wäre ja auch super. Achso, oh, Entschuldigung. Entschuldigung, wir sind einfach weitergelaufen. Oh, wie kotzt der denn? Geh mal weg hier. Geh mal weg. Gib uns lieber die Aufgabe, dass wir weiterziehen können. So, dann kommen wir hier. So, guten Tag. Drei weitere Aufgaben. Befreit, okay. Na, machen wir das gleich mal. Was können wir hier gleich machen? Was lassen wir frei? Ach, hier. Dann müssen wir mal gucken, was wir hier freilassen, ne, Leute. So, was haben wir hier? Gut, der greift uns nicht an. Hier müssen wir mal eine Blutprobe nehmen. Die nehmen wir gleich mit. Dich müssen wir töten. Wenn wir dich gleich mal töten. Oh, du siehst doch, der hat doch einen Reitmount, ey. Na komm, ja, ja. Ja, hier kommt. So, diese Bluttrolle, die sind echt nervig. Ich will mal wissen, was im nächsten Land kommt. Ob da immer noch Bluttrolle sind. Weil da sind, glaube ich, die Gegner mit diesen Schlangenköpfen auf dem Kopf. Ja, Schlangenköpfe auf dem Hals. Ja, ihr wisst, was ich meine. So, zack. Sehr schön, haben wir. So, wo ist er denn? Ach, da oben. Na komm, her hier. Machen wir dich auch gleich mal schnell fertig. Soll hier alles nicht so lange dauern. Wir haben ja noch ein bisschen vor. Vielleicht schaffen wir dieses Land. Also wir sind ja schon im Land fertig, aber die eine Quest, die will ich noch abschließen. Na komm, jetzt werden wir noch angegriffen. Stellen wir uns mal tot. Was? Zaumzeug will sie aus unserer Haut machen. Was stimmt denn nicht mit der? So, und da haben wir sie. Sehr schön. Brauchen wir noch zwei Blutproben und dann haben wir die drei Aufgaben auch schon erledigt. Na komm her, stirb. Ich habe kein Ziel. So, da ist die nächste Blutprobe, die wir uns holen. Heilen wir uns mal schnell. Hier müssen wir auch heilen, das vergessen wir immer wieder, leider. Entschuldigung. So. Jetzt laufen wir da oben nochmal schnell und dann haben wir die Aufgaben auch schon erledigt. Das ging relativ schnell. Oh, gibt es da noch ein Kraut? Nee. Lassen wir mal stehen. So. Und erledigt. Dann können wir die Aufgaben abgeben. Kommt denn da? Guten Tag. Oh, das ist auch eine Kiste, ne? Dann gehen wir mal kurz an der Kiste gucken, Leute. Hier lang. Da unter ist er. Ich habe sie gesehen. Ich habe sie gesehen. Ich muss näher heran. Und oh, ein bisschen was Schönes drin. Das reicht. So. So, dann gehen wir mal die Aufgabe hier unter ab. Kommt. Hol den Ludo. Was gibt es denn hier schon? 2,80. Ja, da haben wir bessere Sachen. Aber was können wir teurer verkaufen? Das hier. Nehmen wir das mit. Seid vorsichtig. Sehr schön. Sogar hoch. Hast du so einen Stab? Was ihr wolle. So, hier gibt es noch zwei weitere Aufgaben. Tötet. Und füttert. Mögen die Geister mit euch sein. Euch sollen wir füttern? So. Und wem sollen wir füttern? Euch sollen wir töten. Da hätten wir die Aufgabe gleich mal angenommen. Oh. Na komm her, ja. Zack. Na toll, die sind schon alle tot. Komm, zack. So. Und ein Ziel. Hammer, so. Ach, wo sind denn die nächsten? Wir gehen mal da oben lang.
Den können wir auch töten, sehr schön. Ja, Weihnachten. Habt ihr schon bekommen, was ihr euch gewünscht habt? Das habe ich, glaube ich, schon mal gefragt, aber... Ja, Weihnachten ist ja das Fest der Liebe, wisst ihr es? Der Trunkenheit und der Freude. Ich habe kein Ziel. Ja, heute... Genau, heute ist ja dafür, die Folge ist ja für den 24. Jetzt haben wir um diese Zeit, haben wir vielleicht, fangen wir schon an zu essen oder ich bin gerade am Kochen. Das weiß ich gerade selber nicht, was ich gerade mache um die Zeit. Doch, 21 Uhr, ach, es ist schon viel zu spät. Aber wenn ihr die Folge guckt, ist es ja erst 19 Uhr. Um 18 Uhr kommt die Folge raus. Ja, da bin ich dann wahrscheinlich gerade dabei am Kochen. Ja, ich weiß auch noch nicht, was ich dieses Jahr mache. Da lasse ich mir überraschen, da müssen wir nochmal... mal drüber reden, Frau und ich, was wir machen. Ansonsten, jo, dann haben wir schon Geschenke verteilt. Was willst du denn hier? Den müssen wir füttern. Wie müssen wir den denn füttern? Was ist denn hier los? Komm her. Wie soll ich den denn füttern? Komm, einen von euch müssen wir auch noch töten. So. Dann müssen wir gleich mal gucken, wie wir die füttern. Haben wir schon gefüttert, hat schon gepasst. Komisch. Ich brauche ein Ziel. Ach, den Kleinen füttern wir. Ach so. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Ach, der frisst von alleine. Das ist okay. So. Komm her hier. Ich habe kein Ziel. Hä, wo ist der denn hin? Erst etwas anvisieren. Hat sich verpieselt. Oh, schnell lauf, schnell. Ich bin außer Reichweite. Schnell. Ich brauche ein Ziel. Schnell. Ich muss zuerst haben die noch gezählt? Haben die noch gezählt? Bestimmt. Ja, jetzt müssen wir nur noch die füttern. Komm her hier. Ich brauche ein Ziel. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Viermal müssen wir noch füttern. Ist er noch da? Ist er? Aber was frisst er jetzt genau? Zuneigung. Die Blutrolle, sag ich doch. Die Blutrolle findet er lecker. Na komm. Wenn er die Blutrolle so lecker findet, dann nehmen wir gleich hier den auf dem Mount. Zack. Dürfte ja keine große Schwierigkeit sein. Zack. Ich habe kein Ziel. Genau, hat er gleich gegessen. Sehr schön. Hier können wir nochmal schnell looten. Looten. Da hinten sind noch... Wie viel brauchen wir denn noch? Drei, da ist einer. Na, komm her hier. So, Rahmen. So, zack. Und zack. Sehr schön, komm her. Komm zu Papa. Haben wir jetzt den letzten noch. Und ich muss haben wir auch. Sehr schön. Jetzt brauchen wir noch einen. Komm, dann nehmen wir euch beide. Ist ja kein Problem, hier zwei zu erledigen für uns. Als Jäger. So. Und dann werden wir mal gucken, wie viele Aufgaben es hier wirklich noch gibt. Und dass wir dann langsam ins letzte Land kommen. Und dann ist ja auch bald dieses Let's Play abgeschlossen, ne, Leute? Es kommt... Dann sind wir bald fertig, weil ich habe ja gesagt, das ist Level 110 bis Level 120. Wir sind zwar schon Level 120, aber ich habe gesagt, wir machen, bis wir den Pfadfinder haben oder alle Questen in den neuen Gebieten. Das ist, das passt. Und dann haben wir ja unseren Paladin noch, den wir hochspielen müssen, auf jeden Fall. So, man sieht sich. Na komm. Jetzt müssen wir wieder zur großen Kröte. Zur großen Kröte. Können wir hier übers Wasser laufen? Hier gibt es irgendwas. Sind wir ja fast drin vorbeigelaufen. So, dann ab zur großen Kröte. Mit der haben wir ja schon öfters jetzt Bekanntschaft gemacht. So. Oh, da ist noch was. Ah, alles einsammeln. Müssen wir jetzt hier durch die Blutrolle wieder durch? Ah, war so klar. Na komm, töten wir euch schnell und dann müssen wir schnell zu Krakwa. Gucken, ob der wieder Hilfe braucht. Mit dem Blutrollen. Man weiß ja nicht. Ich habe kein Ziel.
So, zack. Suldasar wird fallen. Ah, Suldasar wird nicht fallen. So. Ach genau, hier haben wir schon mal gequestet. Noch ein Schädel für meine Sammlung. Jetzt ja angefangen mit den Kröten. Da mussten wir ja die Blutrolle vergiften. Vielleicht wisst ihr es ja noch. Hier gibt es noch ein Erz, das nehmen wir auf jeden Fall auch. So, und dann einmal kurz totstellen, falls uns was folgt. Folgt uns nichts. Tier haben wir auch geheilt. So, und dann müssen wir, glaube ich, hier können wir rein. In den Hain der Kröte. Da sitzt sie doch. Dann gucken wir mal, was er uns heute zu sagen hat. Gunther Krakwa, der Krakwa der Riese. Aber hier gibt es erstmal irgendwas zum Einsammeln. Das sammeln wir erstmal ein. So, so viel Zeit muss sein. Sehr schön. Und jetzt können wir die Aufgabe abcremen. So. Lernt euch wie dieses Haustier. Ein neues Haustier. Sehr schön. Das war's anscheinend. Super. Das ist die Aufgabe, genau. So, dann können wir unseren Ruhestein nehmen. Ich hoffe, der ist auch an der richtigen Stelle, aber eigentlich schon. Dann nehmen wir jetzt unseren Ruhestein, dann gehen wir die Aufgabe und dann können wir ins nächste Land, Leute. Haben wir es doch geschafft. Dann ist nur noch ein Land, das hier. Dann haben wir es geschafft. Dann haben wir die ersten ganzen Questen in den neuen Add-on Battle of Azeroth schon geschafft. Ja, das heißt schon. Na ne? Ja, gut, es kommt auch jeden Tag, also jede Woche kommt ja nur eine Folge. Hätte ich wieder weitergemacht, jeden Tag eine Folge, wäre wahrscheinlich schneller fertig, aber das wollte ich gar nicht. So, da oben. Geht es erstmal eine Aufgabe zum Annehmen. Und auch zum Abgeben bei Brain Bluthof. Es gibt viel, das wir von den Stämmen des Hochbergs lernen können. Die Erdenmutter behüte euch. So, jetzt nehmen wir das an. Ja, was soll ich denn noch annehmen? Okay, kann nichts mehr annehmen. Ich kämpfe für die, die sich nicht selbst schützen. So, befragt Vollstrecke innerhalb von. Sandala ist immer da. Okay, sehr schön. Vollstrecker befragen. Die sind da draußen, oder? Die müssten da unten sein. Wow, das ging aber schnell. Joa. Hier lang. So, wo sind denn? Ist das ein Vollstrecker? Ja, komm, ich befragen wir mal. Aber die brauchen wir nicht befragen. Die müssen wir befragen. Was hat euer Aufenthalt? Seid ihr lebensmüde? General Jagrazet hat überall Augen und Ohren. Okay. Hier muss gleich der nächste stehen. Da. Da steht er. Braucht ihr Schutz? Warum fragt ihr sowas? Wollt ihr raus in den Sand geschickt werden? Okay. Irgendwie wollen die alle da nicht hin. Irgendwie wollen die alle nicht in die Wüste. So, komm her hier. Grüße. Ich stell keine Fragen. Ich befolge Befehle. Ihr solltet besser dasselbe tun. Der Krasett will euch tot sehen. Hey, ihr da. Seid ihr der Fremdling, der überall nach dem General fragt? Ja, sind wir. Ich hör zu. Ein Assassine. Wo kommt der denn her? Die wollen uns tot sehen. Ich muss zuerst etwas anvisieren. So. Vollklinge. Kaya, okay. Aber bleiben wir unauffällig. Gut, Rakera war meine Kommandantin. Die beste, die diese Stadt je hatte. Sie hat mir gesagt, sie kann beinahe beweisen, dass General Jagrazet ein Hochverräter ist. Seitdem habe ich nichts mehr von ihr gehört. Was sie dort rausgefunden hat, hat ihre Reise in die Wüste eingebrockt. Die Dünen sind ein Todesurteil. Ich werde nicht rumstehen und zusehen, wie Rakera vom Sand verschlungen wird. Wie ihr sehen könnt, sind auch in unseren Reihen noch ein paar, die das Gleiche glauben.
So, dann wollen wir mal die Generale zurückholen. Wir machen uns auf, wenn ihr bereit seid. Aber verschwendet keine Zeit. Rakera wird in Sanden nicht lang überleben. Ja, komm, dann los. Dann fliegen wir doch mal schnell hin in der Wüste, ne? Dann wollen wir mal gucken, wo die Generale noch für sie schon finden. Solange wir in der Luft bleiben und keiner uns sieht, sollten wir nicht so viele Probleme haben. So, gucken wir mal, was die Karte so sagt. Okay. Dann wollen wir sie mal zurückholen, die Generalin. So, okay. Hier waren wir schon genau hier. Nasmir, hier startet man. Das kennen wir bereits. Mal gucken, wo sie jetzt hinfliegen. Kaya, was sind das für Dinger da unter uns? Fliegt weiter und hofft, dass wir es nicht rausfinden. Oh, da hinten blitzt es. Da blitzt es, da wollen wir nicht hinfliegen. Das wäre nicht schön. Auch nicht für unsere Gesundheit, wenn wir in einen Blitz reinfliegen. Okay, hier geht's zum neuen Land. Da sind wir auch schon in einer Folge mal lang gelaufen. Fliegt tief und haltet die Augen offen nach einem Lebenszeichen von Rakera. Kaya, wir sollten den Kurs anpassen. Wir sind bald im Gebiet von den Sethrak. Die Schlangenmenschen? Ich dachte, die verstecken sich unter'n Dünen. Ihre Zahl scheint gewachsen zu sein. Tatsächlich. Fliegen wir nach Westen. Ich will keine unnötigen Konflikte. Dafür könnte es zu spät sein. Oh, die Schlangenmenschen. Der König hat neugierige Gäste. Das könnte ein Problem werden. Tut ihr euren Teil, General. Und ich erledige meinen. Eindringlinge! Ihr werdet in diesen Dünen sterben. Rückzug! Bringt euch in Sicherheit! So weit weg von diesen Schlangen wie nur möglich! Ja. Das sieht gar nicht gut aus, Leute. Das sieht gar nicht gut aus. Wenn wir jetzt überrannt. Jetzt muss ich erstmal öfters mal laden. Unser Befehl lautet, es zu töten. Lassen wir es leiden. Nicht heute, ihr Schuppenköpfe. Seid ihr noch am Leben? Wie gut könnt ihr mit eurer Waffe umgehen? Sehr gut. Ich habe keine Tränke mehr. Und zwischen hier und meinem Wagen lauert da ein ganzer Haufen Sethrak. Wenn ihr kämpfen könnt, würde ich etwas Hilfe durchaus begrüßen. Ja, wir kämpfen uns hier mal mit dir raus, mit dem Fuchs. Immer in eurem Rücken und das Schwert immer eine gute Wahl. Damit komme ich klar. Entschuldigung. So. Heute ist ein guter Tag zum Kämpfen. Blasen wir zur Sethrak-Jagd. So, Sethrak-Jagd, das hört sich gut an. Lassen wir ein paar Sethrak übrig. Dann wollen wir mal. Folgt er uns? Ja. Ja, folgt unser kleine, ja, Fuchs, Wüstenfuchs. So, dann wollen wir mal gucken, was auch hier draußen auf uns lauert. Seht, was die Sethrak unserer Heimat angetan haben. Dann werden wir sie alle töten halt. Ich habe kein Ziel. Ich brauche ein Ziel. So, Nummer 1. Jetzt wissen die Sethrak, wen sie fürchten müssen. Die Vulparer. Die Vulparer, okay, so nennen sie sich die Vulparer. Komm, dann werden wir uns hier mit denen nochmal schnell rauskämpfen. Wir waren nicht gegen ihren Angriff gefeit. Die Sethrak kennen beim Töten und Versklaven keine Reue. Sind ja auch Schlangen, die kennen keine Reue. Ich hatte damals auch Schlangen, ey, das waren. Du hattest teilweise welche, die waren echt gut drauf, die konntest du auch gut füttern, aber manche, die waren echt so richtige Biester. Vor allem die Python, die Boars, die waren echt hart. Ich habe Kiro gewarnt, dass sich die Sethrak früher oder später auf uns stürzen. Wir hätten uns wappnen können. Vielleicht hört er jetzt endlich zu.
Unser Tier ist tot, unser Tier ist tot. Zack. Zack, das war wieder ein bisschen zu viel für unser Tier, haben wir nicht aufgepasst. So, dann kommen wir hier. Zwei müssen wir von euch noch töten. Ihr könnt ihn nicht aufhalten. Ich habe kein Ziel. Auch in Sicherheit. So, zack, eingesammelt. Sehr schön. Ich brauche ein Ziel. Euch enttäuscht, Kortek. So, dann haben wir noch das letzte, was wir einsammeln müssen. Das muss hier unten irgendwo sein. Hier unten und Angriff. Zack. Hier soll auch irgendwas sein. Da. Sehr schön. Komm und Angriff. Samweis. Ich habe kein Kampf. Ich muss zuerst etwas anvisieren. So. Diese Sethrak werden für das bezahlen, was sie unserer Heimat angetan haben. Was gibt's denn hier Schönes? Das brauchen wir nicht. Das kriegt mehr Kohle, das hier. Ja, holt uns Pläne. Na komm, die Pläne können wir auch noch schnell holen. Dich töten wir schnell. Dann haben wir dich weg. Zack. Sehr schön. Und jetzt kommen wir hier. Das Imperium der Treulosen nicht aufhalten. Der Treulosen, okay, das Imperium der Treulosen, das hört sich auch sehr komisch an. Komischer Verein ist das. So. Auf jeden Fall ist er gleich Geschichte. Oder die. Weiß man nicht wirklich. So. Ihr könnt den Sturm nicht aufhalten. Sehr schön, aber sind stärker als wir aussehen. So, findet einen Wagen und bringt euch damit in Sicherheit. Gut, das machen wir noch schnell. So, da ist der Wagen, damit bringen wir uns in Sicherheit. Das machen wir noch mal schnell. Oh, auf eine Hyäne reitet die. Sehr schick. Noch da, wo ich ihn gelassen habe. Oh, Lamas. Festhalten, das wird holprig. Ja, da greift, gleich greift uns was an, ich sehe da schon. Wir bekommen anscheinend Besuch. Soll ich doch. Sie willkommen, Champion. Ah, wir werfen euch mit Molotow-Cocktails, oder was ist das? Ich glaube, ja, wir haben es geschafft. Du hast ähnliches. Gute Arbeit da hinten. Nee. Das Versteck sollte da vorne sein. Dort sind wir sicher. Zumindest für eine Weile. Los, Lamas. Schneller. Tritt in der Hufe. Gucken, wo wir uns hinbringen. Was für eine Düne. So, guten Tag, guten Tag. Wo bringt sie uns hin? Ah, hier waren wir doch schon mal. Genau. Nisha. Den Sanden sei Dank, ihr seid in Sicherheit. Ich finde immer einen Weg. Ist das noch ein Überlebender? Sie wird es vielleicht nicht überleben. Sie ist schwer verwundet. Kaya ist schwer verwundet. So, Leute, aber wir sind am Ende dieser Folge angelangt. Das ist sogar fast die dreifache Länge. Ich danke euch fürs Zuschauen und für die erste Special-Spezial-Weihnachtsfolge auch auf den Kanal, auch meine. Finde ich, haben wir uns gut geschlagen. Wir haben gut was geschafft. Wir sind im neuen Land angekommen, haben auch ein paar Aufgaben erledigt. Und wir sehen uns zu einer neuen Folge Jäger im... Ne, im neuen Jahr sind wir noch nicht. Da sind wir noch am 31. Jahr. Ja, wenn der 24. sind wir am 31. dann noch meine Folge. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch schöne Weihnachten. Und danke, dass ihr eingeschaltet habt. Und wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch ein Abo da. Und wir sehen uns nächste Woche zu einer weiteren Let's Play-Folge. Und frohe Weihnachten noch. Ho, ho, ho.